Die Ägäis ist berühmt-berüchtigt für ihre starken Winde, dem sogenannten Meltemi. Gibt's auch kaum Tage unter Windstärke 5. Doch jetzt im Frühling verwöhnte uns das Wetter mit bestem Segelwetter in allen Variationen. Von Kos arbeiten wir uns nördlich hoch bis zur Insel Samos, an dem der nächste Crewwechsel stattfinden würde. Mit neuer Besatzung geht's dann gen Westen bis nach Naxos. Nach zwei wetterbedingten Hafentagen in Kos waren wir froh, endlich wieder raus zu können. Mit uns gemeinsam fuhr unser Freund Jan. Natürlich wurde daraus sofort eine Regatta. First Ship Home wird nicht verraten. Ein perfekter Wind und unsere Racing Beata am Steuer schenkten uns die bisherigen Turn-Höchstgeschwindigkeiten. Perfekt. Unsere Route ließ uns viel Zeit für Landgänge. Jede Insel hat ihren eigenen Charme. Und wenn auch nichts wirklich spektakulär ist, ist es gerade das, was einen so bezaubert. Man kann überleben, aber schön ist es nicht. Die Urlaubersaison scheint noch nicht so richtig losgegangen zu sein. Nur vereinzelt trifft man andere Touris. Ein bisschen wie Scharbeutz im Winter. Jeden Tag ging es ein paar Stunden aufs Wasser, immer auf der Jagd nach Höchstleistung und Höchstgeschwindigkeit. And then we have the fresh fish and the seafood. We have mussels fresh with the clams. Then we make it on the sauce, or of wine sauce or ouzo sauce. Aber nicht nur sportlich, auch kulinarisch waren wir ein Höchstleistungsteam. Ich glaube, ich habe in den letzten 14 Tagen 10 Kilo zugenommen. Deshalb in dieser Woche ausnahmsweise keine Bikini-Bilder von mir. Unsere Multikulti-Crew führte zu einer deutlichen Erweiterung meines norddeutschen Wortschatzes. Abpumpe. Das wird ganz prominent. Jede Insel wurde von uns erkundet, zu Wasser, zu Lande oder auch aus der Luft. I'm heading within to find a place that I call home.